Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und herzlich willkommen aus Istanbul. Und ich bin gerade aus der Dusche gekommen, deswegen bin ich noch ein bisschen rot, liebe Leute. Ja, und wir sind am Sabiha Gökçen Airport gelandet. Ich hoffe mal, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist der Flughafen, der auf der asiatischen Seite liegt. Und die Immigration, muss ich sagen, ging extrem schnell. Also ihr braucht ja kein Visum jetzt als deutscher Staatsbürger. Ihr habt es einfach nur hingelegt, den Pass, habt den Stempel bekommen. Wir sind in Istanbul gelandet und jetzt lassen wir erstmal ein bisschen Geld wechseln. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Ich habe nämlich vorher kein Geld in Berlin abgehoben und hier sind so verschiedene Wechselstuben. Ja, lasst uns mal was abheben. Könnt ihr mal gerne reinschreiben. Wir haben jetzt 100 Euro gewechselt und haben 2060 bekommen. Ich glaube, es ist ein fairer Preis. Genau, hier ist diese Maschine, wo man das Ganze wechseln kann. Und ja, jetzt fahren wir mit dem Bus, Leute, ins Zentrum, weil der Flughafen liegt schon richtig, richtig weit außerhalb. Und ja, da mache ich auch das Mikrofon an, wir machen ein paar Vlogs und dann schauen wir mal. Ich bin auch richtig hungrig, ich kann es kaum erwarten auf das erste Essen hier in Istanbul, Leute. Let's go. Und wenn ihr rausgeht, könnt ihr entweder mit der Metro fahren, also wenn wir jetzt mal auf die günstige Variante, auf die günstigsten Varianten sprechen, entweder mit der Metro oder mit dem Bus. Und wir sind mit dem Bus gefahren und der ist extrem leicht zu finden. Und zwar sind am Boden schon so Schilder, wo draufsteht, wo die Busstation ist. Also ich habe nochmal geschaut, 3 Euro Gebühren. Absolut fairer Preis, da kann man nicht sagen. 3 Euro. Und es ist wirklich leicht. Also ihr müsst im Endeffekt nur rausgehen aus dem Flughafen und hier vorne ist dann auch schon der Bus, genau, der jetzt direkt zum Taxi fährt. Also ganz, 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 ganz leicht. Und ihr seht es, Leute, wir sind hier. Geiles Wetter, vor allem die Sonne ist draußen. Also einfach nur gerade aus dem Flughafen raus und dann habt ihr den Bus, der dann direkt hier, boah, ist ein richtig geiler Vibe, der direkt zum Taksim fährt. Hier könnt ihr sehen, Taksim Kadıköy. Und genau da müssen wir hin, ja? Schauen wir mal, wo der her ist. In den Bus sind wir dann eingestiegen und es hat ungefähr, der ist so um 17 Uhr sind wir gelandet, ja, 17.15 Uhr, 17.20 Uhr sind wir schon losgefahren, hat ungefähr eine ganze Stunde oder 1,5 Stunden gedauert, also wirklich extrem lang. Und man konnte leider nicht so viel sehen, weil auf den Scheiben leider Werbung drauf war. Aber trotzdem, es war auf jeden Fall richtig, ja, hat auf jeden Fall richtig lang gedauert. Und dann seht ihr, wie groß Istanbul ist. Ja, das ist wirklich heftig. Und dann sind wir am Taksim Square rausgekommen. Ja, Leute, jetzt könnt ihr sehen, jetzt sind wir hier angekommen an der Busstation. Der hält hier an mitten am Taxim. Und ja, jetzt müssen wir mal rausfinden. Ich glaube, irgendwo ist auch WLAN. Das sind auch Leute, die bieten euch Taxis an. Wir suchen jetzt aber mal den Weg zu laufen. Und ihr seht schon, es ist auf jeden Fall ein bisschen besseres Wetter als wie in Berlin. Natürlich seht ihr, die Sonne kommt nicht raus. Genau, wir schauen jetzt mal zum Hotel und dann schauen wir mal, erster Tag, was wir noch alles so erleben. Vielleicht noch was essen und ich würde sagen, let's go, Leute. Schau mal, wir haben uns gleich mal ein Simitje gekauft. Richtig, richtig lecker, Leute. Nee, noch nicht. Ja, sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Genau. Und wir schauen uns mal. Ach, da vorne ist gleich der Taxi. Hier. Da ist der Taxi. Okay, dann lass uns mal hingehen, wie lange schauen, wo wir ankommen. Und von dort war es bis zum Hotel ungefähr noch so, ich schätze mal so 2 Kilometer. Und dann hat es leider zum Regnen angefangen. Das heißt, wir wollten uns ein Uber bestellen, aber das Uber ist leider nicht angekommen. Es wurde irgendwie die ganze Zeit gecancelt. Ich gehe davon mal stark davon aus, ja, es war so Rush-Hour-Zeit. Und dann sind wir in ein Taxi eingestiegen und das war das Problem. Es hat wirklich extrem geregnet und normalerweise zahlt ihr hier ungefähr 50 Lira, was ungefähr so 2 Euro sind für 2 Kilometer. Und der Typ wollte von mir gleich 20.000 haben, was ungefähr 10 Euro sind. Und dann haben wir uns auf 150 geeinigt. Nee, genau, 200 wollte er haben. Wir haben uns auf 150 geeinigt. Also passt auf jeden Fall auf. Das war viel zu teuer. Die Fahrt hätte ungefähr nur 2 Euro gekostet. Und wir haben halt einfach mal 7 Euro bezahlt. Okay, ist der erste Tag. Haben uns auch die Leute hier am Airbnb gesagt, war viel zu teuer. Macht nichts. Kann mal passieren. Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen. Fahrt mit Uber oder sagt den Taxifahrer, der soll diesen Tachometer anmachen. Und dann kann er euch auf jeden Fall nicht abziehen, Leute. Ja, und dann sind wir hier an unseren Airbnb angekommen. Das zeige ich euch jetzt auch mal ganz kurz.
Ja, Leute, nur mal ganz kurzer Roomcheck. Normalerweise bin ich wirklich nicht so ein Freund von so fetten Airbnbs und so weiter. Nur meine Mutter ist hier auch mit am Start und die wollte halt ein bisschen was, ja, dass sie ein eigenes, was ich, Badezimmer hat und jetzt nicht ein Hostel und so. Ich bin echt ein Freund von Hostels, aber ich sag's euch, wie es ist. Das hier zusammen, 4 Tage, 280 Euro. Geht, kann man machen, wir sind 3 Personen. Ja, die Gegend zeige ich euch gleich nochmal draußen und eigentlich so, brauchst du eigentlich nicht sowas. Ja, ist viel zu viel. Seht, schaut auch ein bisschen schon aus. Wir haben auch schon lecker, boah, Pita gegessen. Und genau, ich will euch das nur mal ganz kurz zeigen. Die Gegend ist halt wirklich sehr, sehr geil. Gleich hier auch, gleich beim Galata Tower, da könnt ihr hochlaufen. Also in einer exzellenten Lage. Und ich finde, es geht eigentlich auch okay. 280, aber 4 Tage. Aber wenn ihr hier herkommt, auch mit 4 Leuten, dann zahlt ihr pro Person 20 Euro oder sowas, ne? Das ist hier ein Badezimmer, ein Badezimmer hier. Und dann kommt noch das zweite. Dann haben wir das Zimmer, genau, das ist das Zimmer von meiner Mutter mit auch einem Ausblick raus. Ich das nur mal ganz kurz zeigen hier. Hier, schaut mal. Da denkst du irgendwie so, ja, Berlin-Kreuzberg oder so. Hinterhof. Da, schaut mal, Hinterhof. Ganz, 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 ganz ruhig. Wir sind jetzt hier in der Nacht noch. Hier, geht vollkommen klar. Und überall auch Katzen unten. Dann zeige ich euch noch mal ganz kurz mein Zimmer und dann war es das hier ganz kurz von der Roomtour. Ich will euch hier mal alles zeigen. Genau. Das hier, gebt euch mal. Das ist, ey, das ist heftig, Leute. Sowas Luxuriöses habe ich noch niemals gehabt. Ihr kennt mein Zimmer in Mexiko, wie abgefuckt das war. Und fast für den gleichen Preis. Das Badezimmer ist genauso groß und auch so mit so Schränken und so. Also, das ist schon heftig hier auch halt, ne? Das meine ich halt. Es erinnert mich auch sehr an Mexiko. Also nicht das Zimmer, aber von den Apartment-Stil und sowas hier. Das riecht noch so richtig neu. Also, lasst uns wieder rausschauen. Das war meiner Frau auch noch richtig wichtig zu sagen. Die haben auch eine Waschmaschine hier. Ja, und Bügeleisen. Ja, da könnt ihr sehen, ich habe auch meine Mutter dabei. Deswegen heute mal ein bisschen luxuriöser. Und sie hat auch das Hotel gebucht. Und ja, sie hat dann die E-Mail nicht gefunden, um hier reinzukommen mit dem Code in das Hotel. Ja, es ist ja alles mit Self-Check-In. Und genau hier, wie ihr hier sehen könnt, hier vorne, waren dann wirklich extrem freundliche Leute gewesen. Erstmal einer von hier aus Istanbul, aus der Türkei, der uns sein Handy gleich gegeben hat mit Hotspot. Dann war noch... Weil wir nicht reingekommen sind, sind dann noch Leute, die hier wohnen, aus Saudi-Arabien gekommen und die wollten gerade Iftar machen. Seine Mutter war in Rollstuhl, ja. Und die haben hier eine Pause eingelegt, haben uns dann haben das Handy gegeben, damit wir dieses Airbnb anrufen können. Haben gesagt, hey, wir haben einen Kaffee da unten, da haben wir einen Tee getrunken und es war einfach mal umsonst. Also die waren sowas von freundlich, deswegen Leute auch. Ich weiß, es gibt viel Kritik immer an Katar oder Saudi-Arabia aus Deutschland, aber die Menschen sind sowas von freundlich. Deswegen respektiert die Kultur richtig. Dams ab. Ich habe jetzt auch so eine Nummer. Vielleicht geht es irgendwann mal nach Saudi-Arabien. Und ja, Leute, dann sind wir endlich im Hotel angekommen. Und am Abend sind wir noch ein bisschen rumgelaufen. Hier, also die Gegend, die ich euch jetzt mal kurz zeige. Ja, Leute, und jetzt sind wir draußen, genau hier oben, wie ihr sehen könnt, da ist ja, unser Airbnb hier. Und so sind wir auch gestern mit einem, wie ihr hier sehen könnt, Taxi angekommen. Und die Gegend ist halt wirklich sowas von cool. Ich feiere es halt ein bisschen Vintage und auch von der Architektur her ist es wirklich extrem nice, Leute. Ich zeige euch mal hier ein paar Graffitis und sowas. Ja, finde ich, also allgemein der Architekturstil, natürlich. Und dann aber auch wunderschöne Restaurants. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Genau, das ist jetzt hier, genau, hier hinten ist die Straße, wo unser Hotel ist. Und hier geht es dann weiter. Und da war dieses arabische Lokal zum Beispiel gestern, die uns dann einen Tee hier gegeben haben und uns auch reingelassen haben, weil wir halt ja, kein Hotel hatten. Und haben hier einen Tee getrunken und haben uns WLAN gegeben. Könnt ihr nochmal die Seite sehen. Sehr, 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 sehr cool. Und es sind natürlich überall die Katzen hier, wie ich euch gesagt habe. Hier könnt ihr sehen, ja, was auch immer das heißt, Leute, hier könnt ihr die Katzen überall sehen, ja. Und ihr seht natürlich, ja, ist natürlich sehr, 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 sehr touristisch. Und sowas hier ist auch geil. Hier zum Beispiel könnt ihr Obst kaufen, so ein kleiner Späti, und dann verkaufen die so, ja, so Gucci, Louis Vuitton, Prada-Taschen und sonst was hier. Sehr, 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 sehr cool, Leute, ja. Folgen natürlich noch weitere Videos auch aus dem Streetfood-Markt und natürlich reichlich Shorts, TikToks, ja. Deswegen sind wir hier, Leute. Ja? Genau, da könnt ihr sehen, schaut mal, so kleine Gassen und sowas auch hier. Und da haben wir auch gestern, kann ich euch mal einblenden, ne?
Marhaban Nasim, da haben wir gestern Pide gegessen. Das war sehr, sehr geil, ja? Gestern. Wirklich sehr, sehr geil. I tried it yesterday, it was so good. You remember me? Remember me, it was wirklich sehr, sehr geil hier. Lach mal schon, wie es zubereitet wird hier. Mitten im Laden. Das ist halt geil, solche Läden. Kostet eins übrigens 2 Euro. Die wollen euch auch nicht auf dem Tisch stehen und sonst was. Weil viele denken ja immer so, wie in der Türkei seid. Leute, die Leute sind sowas so freundlich, wie ihr sehen könnt. Könnt ihr reinkommen. Sehr, sehr geiler Laden, ja. Hier könnt ihr sehen, wie die es zubereiten. Heute sind noch mehr da. Ist natürlich auch Ramadan-Zeit, aber bereiten das Ganze wahrscheinlich schon zum Iftar vor. Hier. Sehr, 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 sehr cool. Wow. Ich liebe Istanbul, Leute. So geil. I come back later at night, okay? For the Iftar. For you. See you later. Ja, wir waren gestern da, war wirklich sehr, sehr lecker. Und genau, meine Frau macht sich gerade fertig und dann dachte ich mir mal, komm, zeig mir mal in den Zeitraum ein bisschen hier die, ja, die Gegend hier. Ne? Nur ganz kurz, es folgen ja noch mehr Vlogs, dann haben wir wenigstens den ersten Vlog schon mal fertig. Auch hier, wie die Autos und sowas herfahren. Ja, das ist cool, Leute. Heute filme ich mal von der Perspektive. Schreibt doch mal gerne in die Kamera, was ihr besser findet. Ob meine Frau mich filmt oder jetzt von so einer Perspektive. Dann sieht man auch ein bisschen den Hintergrund. Schaut mal hier, Wäscherei zum Beispiel. Aus solchen Stores. Ja, ist halt sehr touristisch, der Stadtteil. Aber ihr könnt dann auch hier zum Beispiel Baklava essen. Geil, Leute. Ich liebe wirklich es zu reisen. Vielleicht können wir es echt schaffen, dass der Kanal ein bisschen größer wird. Und genau, ich zeige euch nochmal die andere Seite. Und dann gehen wir mal zum Hotel. Wieder zurück. Und dann starten wir durch mit richtig vielen Vlogs. Ich will 4 machen. Mal schauen, ob wir es schaffen. Hier ist sowas zum Beispiel. Das ist wunderschön. Diese Straße lang. Boah. Und dann bis hier hoch. Und dann könnt ihr... Hier bis nach oben läuft, geht es bis zum Galata Tower hoch, ja? Bis zum Galata Tower. Hier, das darf man auch nicht vergessen. Überall für die Katzen hier. Das ist so nice von den Restaurants. Hier sind auch viele, gerade sind nicht so viele da. Aber normalerweise, auch hier oben, gebt euch mal. Hier oben haben die auch für die Katzen was hin. Hier nochmal die Seite. Genau, da geht es hier hoch. Sehr, 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 sehr cool, Leute. Und was ich auch sagen muss, was mich sehr, sehr, sehr an Mexiko auch erinnert, weil ich immer auf Mexiko komme. Ich habe mal zu einem Kollegen gesagt von mir, der ein Türke ist, der aus Izmir kommt, aber jetzt in Dänemark lebt. Ihr könnt die Türkei wirklich ein bisschen, also mit Mexico City auch vergleichen, Istanbul. Es gibt halt Läden, die extrem günstig sind und dann gibt es Läden, die extrem teuer sind. Ne? So Restaurants, Alter, wo ihr auch, weiß ich, richtig gut Geld da lassen könnt. Ne? Und das ist ein bisschen so wie auch in Mexiko. Also es gibt halt so Restaurants, ihr müsst halt immer auf den Preis schauen. Nicht alles ist günstig, weil immer auch viele das denken. Ne? Streetfood natürlich, aber es gibt auch Läden hier, Luxuslokale, das sieht man auch hier, wo die Leute dann hier... essen gehen, das müsst ihr auch wissen. Ich reise halt immer gern preisgünstig. Vor allem, wir sind jetzt nur 4 Tage hier. Dann sollte es natürlich kein Stress sein. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ne? Was ist jetzt die Gegend? Wie gesagt, ihr seht schon viele, viele Touristen hier. Holt euer Hotel hier, weil ihr seid mitten im Zentrum. Ich zeige euch nochmal. Sola G. Bel Gülü. Die ganzen Türken lachen jetzt wahrscheinlich, wie ich sage. Hier. Da ist die Straße hier, Galata. Und genau, sagen wir mal, 60-70% sind wirklich, wie ihr sehen könnt, Touristen. Aber warum es cool ist, weil ihr natürlich gleich hier im Zentrum seid, ja, und mit einem Uber oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln sofort zu den anderen Stadtteilen könnt. Deswegen ist es sehr, 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 sehr cool, muss ich mal sagen. Ja? Also Leute, das war's. Erster Teil hier. Und ja, lasst uns zurück zum Hotel gehen, Leute. Genau, die ist hier gleich am Galata Tower. Also es ist wirklich eine wunderschöne Gegend hier, muss man sagen, hier in Karakö. Karakö müsste es, glaube ich, sein, genau, bei Galata. Hier könnt ihr schon sehen, extrem viele Straßenkatzen. Ja, gestern Abend sind wir dann noch in ein Lokal gegangen. Natürlich ist es hier, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis ein bisschen teurer, weil es schon ziemlich touristisch ist, der Stadtteil. Auch wo wir gestern Abend gegessen haben, ein Döner-Kebab und ein Adana-Kebab, hat ungefähr 8 Euro gekostet. Okay, geht, in Deutschland würdet ihr das gleiche bezahlen, aber ihr könnt natürlich noch viel günstiger essen. Deswegen verfolgt noch weitere Vlogs, da kommen noch weitere Videos hier aus Istanbul. Genau. Sind ein bisschen in der Einkaufsstraße in der Nacht rumgelaufen, sind dann noch zu der Galata Bridge gelaufen. Das ist hier auch gleich um die Ecke, 2 Kilometer. Ja, war ein bisschen kalt, 13 Grad, wir haben April, gleiche Wetter wie in Berlin. Und ja, das war der erste Tag. Heute
zweite Tag, also der erste Tag, wir sind ja erst um 19 Uhr hier angekommen. Heute, zweiter Tag, ihr könnt es schon sehen, gebt euch mal die süßen kleinen Katzen hier. Richtig, richtig wunderschön. Ich bin gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was wir alles anschauen sollen. Und ja, dann checkt bitte die nächsten Videos ab, was wir hier noch alles in Istanbul machen. Ich würde sagen, Güle Güle, und ich danke euch. Bis zum nächsten Video.